So, herzlich willkommen, ihr Lieben, jetzt zu einer neuen Folge hier in der dritten Staffel beim Netzwerkbooster Podcast. Und die dritte Staffel ist ja so ein bisschen anders als die anderen beiden. Diesmal habe ich mir vorgenommen, so ein bisschen, ja, ein bisschen durch die Welt zu wandern. Könnte man jetzt zumindest sagen, rein virtuell. Heute sind wir nämlich auf Fuerteventura. Ich sage auch gleich, wer denn hier mit im Podcast ist, um Unternehmer und Unternehmerinnen zu befragen, wie ihr Weg war, wie sie zu dem geworden sind, was sie antreibt, wie sie insgesamt sich entwickeln oder auch schon entwickelt haben. Und heute jetzt bei mir hier in dieser Episode ist die Tanja Lenke. Ihr kennt sie bestimmt von der Shepreneur Community und sie wird uns gleich erzählen, wie sich alles entwickelt hat. Schön, dass du mit im Podcast bist, Tanja. Hallo Ute, ich freue mich total, hier zu sein. Ja, schön. Jetzt ist bei mir ja immer so, dass die erste Frage geht immer darum, ist, dass wenn du dich nochmal zu erinnerst, zurück an deine Kindheit, weißt du noch, was du als Kind werden wolltest und war das zufällig schon vorbestimmt? War das das, was du heute machst? Ich wollte Lehrerin werden, weil ich hatte so eine tolle Englisch, beziehungsweise doch erst so eine englischen Deutschlehrerin und die fand ich damals immer toll. Das war so mein erstes großes Vorbild, weil diese Frau damals auswandern wollte in die USA und ich ganz traurig war. Die musste uns dann nach der zweiten Klasse abgeben. Aber ich wollte immer Lehrerin werden. Und meine Eltern fanden das aber nicht so gut. Die wollten lieber, dass ich eine Bankausbildung mache. Die habe ich aber auch nicht gemacht. Das heißt, damit ist die Frage, ob sich damit meine zweite Frage schon beantwortet, nämlich, wenn du jetzt dir so jetzt wollten deine Eltern nicht, dass du den sicheren Job einer Lehrerin ergreifst, aber sie wollten, dass du den sicheren Job einer Bankerin ergreifst. Wie ist das denn in deiner Familie? Würdest du sagen, dass es da sowas wie unternehmerische Vorbilder gibt? Überhaupt gar nicht. Also ich bin die erste in der Familie, die studiert hat. Mein Vater, der hat nicht mal einen Hauptschulabschluss und meine Mama hat einen Hauptschulabschluss. Also ich bin die Einzige, die studiert hat und musste mir das auch erkämpfen, weil bei mir in der Familie dieser Glaubenssatz gilt, wahrscheinlich immer noch gilt, dass nur reiche Leute die Möglichkeit haben zu studieren und armen Leuten ist das nicht vorenthalten. Das kann man sich als arme Familie nicht leisten. Also das ist ein Glaubenssatz, mit dem ich in meiner Kindheit aufgewachsen bin und ja, durch den ich mich durchgeboxt habe und mir sozusagen mein eigenes Leben aufgebaut habe. Ja, jetzt sagst du eigenes Leben aufgebaut. Erzähl doch mal ein bisschen was über diesen Aufbau des eigenen Lebens. Also ich mache das mal im Schnelldurchlauf, weil ich glaube, das ist auch noch mal ganz spannend. Also ich bin damals mit 19 bin ich in die USA gegangen und das war so mein riesengroßer Traum und ich wollte irgendwie entfliehen aus diesem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin und brauchte irgendwie was anderes und das war für mich so dieser erste Schritt einmal raus in die Freiheit und raus wirklich zu gucken, wer bin ich denn eigentlich und was kann ich denn eigentlich erreichen und habe mich dann dagegen gesträubt, diese Bankausbildung zu machen und ich sollte auch nicht studieren, weil studieren ist ja auch was, ne, studieren ist halt was für reiche Leute, bin dann wieder zurückgekommen und habe studiert und habe dann angefangen zu arbeiten, habe viel im Ausland gelebt, also ich habe knapp 10 Jahre in unterschiedlichen Ländern gelebt und gearbeitet, also studiert, gelebt und gearbeitet und habe mich dann 2016 selbstständig gemacht, nee, 2013 selbstständig gemacht und 2016 habe ich Shepreneur gegründet und habe mittlerweile ein eigenes Unternehmen mit Mitarbeitenden. Also das ist einmal so die Kurzfassung von dem Ganzen. Ja, und wenn du jetzt so sagst, was hast du denn studiert und in welchen Zusammenhängen hast du dann gearbeitet? Also ich habe BWL, ein ganz klassisches BWL-Studium, weil ich damals dachte, ja, damit kann man alles Mögliche machen. Und von daher war ich damit ganz happy und habe vor allem im Marketing gearbeitet. Also ich habe im Konzern gearbeitet und habe auch 2 Unternehmen aufgebaut. Eine im Ausland, in Malaysia, habe ich mit begleitet und eine in Berlin. Und da habe ich einfach extrem viel gelernt und habe dann auch gedacht, so, okay, ich probiere es einfach mal mit der Selbstständigkeit und mache mich dann selbstständig. Und dann habe ich mich halt 2013 selbstständig gemacht. Es war nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte auf einmal ganz viele Chefs und nicht nur einen Chef. Das war ganz spannend. Ne? Da sind dann auf einmal ganz viele Leute zu mir gekommen, die irgendwas von mir wollten. Und alle wollten es gleichzeitig haben, weil ich eben als Dienstleisterin natürlich auch unterwegs war.
Ich habe Marketingberatung gemacht, aber habe auch noch ganz viel so in der Umsetzung mitgearbeitet. Und jeder Auftraggeber wollte irgendwie gleichzeitig was von mir. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, okay, Tanja, kannst du dir vorstellen, diesen Job noch mit 60, 70 oder 80 Jahren zu machen? Und dann habe ich gesagt, ne, dann habe ich die, konnte ich diese Frage mit einem klaren Nein beantworten und habe mich dann hingesetzt und überlegt. Und irgendwie ist dann dabei rausgekommen, dass ich auf der, also dass ich irgendwie was machen möchte, was mehr Sinnhaftigkeit hat und was auch auf meiner Erfahrung beruht, also wo ich meine eigene Erfahrung weitergeben kann. Und das ist vielleicht nicht so die klassische Lehrerin, aber mittlerweile in meinem Business gebe ich auch ganz viel Wissen weiter. Also vielleicht schließt sich da auch wieder der Kreis. Ja, das finde ich immer ganz spannend, dass manchmal sind die Wünsche gar nicht so weit weg von dem, was man dann später macht. Also ja, das ist immer super interessant. Also da jetzt noch mal so die Frage: Also was war so die Initialzündung, dass du gesagt hast, ich steige aus diesem wahrscheinlich gut bezahlten, safen Job aus und ich mache mich selbstständig? Was war da so der Schlüsselmoment? Also das Glück, was ich hatte, war, dass das Unternehmen sich insolvent gemeldet hat in Deutschland. Das heißt, die haben sich aus dem deutschsprachigen Markt zurückgezogen. Und ich hatte noch eine 3-monatige Kündigungsfrist und habe in der Zeit überlegt, okay, was mache ich denn? Ich habe nach Jobs gesucht, also ich habe nach Jobs gesucht und habe nichts gefunden und dachte damals so, boah, die einzigen Stellen, die mich interessieren, sind die Stellen eines Geschäftsführers, aber oder einer Geschäftsführerin, aber ich bin ja kein, ich habe ja da gar keine Erfahrung drin, aber irgendwie waren so das die einzigen Stellen, weil ich auch in der Vergangenheit immer so viele unterschiedliche Sachen gemacht habe. Ich habe in so vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, dass mich diese Stellenanzeigen gelangweilt haben. Und dann dachte ich, okay, jetzt probiere ich es einfach und mache mich dann selbstständig. Also ich habe nicht diese mutige Entscheidung getroffen zu kündigen, sondern mir wurde das so ein bisschen in die Hände gespielt, sagt man das. Aber genau, und deswegen habe ich dann gedacht, ich nutze einfach die Chance und mache mich selbstständig und probiere das mal aus. Und das lief dann von Anfang an gut, nur dass du halt dann gesagt hast, nee, ist mir eigentlich zu viel. So will ich nicht Total, arbeiten. also das lief relativ gut von Anfang an. Da war ich auch total happy mit, weil ich aus dem alten Unternehmen so 1, 2 Kunden mitgenommen hatte und auch erste Kontakte hatte. Das war jetzt nicht irgendwie mein Lieblingsjob, also ich hatte vor allem Kunden im Food-Bereich und das ist der, und vor allem halt im B2B-Bereich und das ist total altbacken. So, die hatten teilweise so richtig hässliche Webseiten, wenn überhaupt eine Webseite und so, also, aber da habe ich ganz viel Potenzial gesehen. Und was ich damals gemacht habe, ich weiß bis heute nicht, wie ich mich getraut habe, das zu machen, aber ich bin tatsächlich auf so eine Messe gegangen, die jedes Jahr stattfindet und habe diese Stände abgeklappert Die und bin Anuga. Du warst auf der Anuga Ja, in Anuga, Köln. genau, richtig, ja, genau. Wirklich, ich bin da Ja, hingegangen ja. und habe die Leute, auf die, ich weiß, also heute denke ich so, krass, Tanja, dass du das gemacht hast. Aber da habe ich erste potenzielle Kontakte dann auch geknüpft, die ich halt vorher nicht kannte. Und die meisten Leute waren halt total nett. Also es war, ne, ich habe mich da einfach vorgestellt und habe dann gesagt, ne, wer ich bin und wobei ich helfen kann. Und was ich eben in der Vergangenheit gelernt hatte auf so einer Messe, sind halt auch, ne, die Geschäftsführer oder die Abteilungsleiter und die haben halt Zeit einfach, ne? Die haben Zeit, die sind da, die warten auf Gespräche und das ist eine tolle Möglichkeit, mit so Leuten ins Gespräch zu kommen. So, also, aber für eine introvertierte Person sehr, sehr herausfordernd, aber es funktioniert und es ist immer wieder wichtig, ne, sich raus aus der Komfortzone zu bewegen. Genau, Ja, ja. ja. Also, aber das war halt nicht mein Lieblingsjob, ne? Das hat mir total geholfen und ich habe irgendwie, habe schon im ersten Jahr 80.000 Euro verdient und war da schon echt total happy, aber es war nicht das, was mich irgendwie glücklich gemacht hat. Und jetzt hast du 2016 hast du dann Skipreneur gegründet. Wie hast du das erstmal gebaut? Also wie muss ich mir das vorstellen? Also ich bin so im Sommer 2015 bin ich auf die Idee gekommen, weil ich da, ne, gemerkt habe, so, oh, nee, das ist irgendwie nichts mehr und ich muss irgendwas machen, was so, was nachhaltig ist, was ich wirklich auch noch in 20, 30 oder 40 Jahren machen kann oder irgendwas, was ich vielleicht auch an andere Leute später abgeben kann, irgendwas, wo ich irgendwie einen größeren Impact habe. Und da bin ich auf das Geschäftsmodell der Memberships, in den USA damals aufmerksam geworden. Und habe dann in 2016 die erste Membership gegründet für selbstständige Frauen, die auf der Suche sind nach
Gleichgesinnten, also die andere selbstständige Frauen suchen, mit denen sie sich austauschen und vernetzen können, gibt es natürlich heute wie Sand am Meer, aber 2016 gab es das nicht. Ne? Und wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Du, ne, warst ja auch damals schon mit dabei oder als Expertin am Start. Ich glaube, das war 2017. Wir hatten letztes Mal drauf geguckt, ich weiß es gerade Ja, nicht mehr. ich weiß es Aber auch ich nicht glaube, mehr. es war 2017, aber das gab es halt damals nicht. Also bis Corona gab es das nicht. Und genau, ich habe dann angefangen, diese Membership aufzubauen. Und das war das, was mich einfach total begeistert hat und wo ich auch das Gefühl hatte, das wird gebraucht, ich tue etwas Sinnhaftes und das ist etwas, was auch, ne, skalierbar ist. Du hast es ja tatsächlich auch skalierbar gemacht, ne? Du hast aber im Laufe der Zeit auch immer mal wieder Dinge geändert. So, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Ja, ich habe 2020 eine erste große Änderung gemacht und da habe ich die Membership, den Schiebrunner Insider Club, losgelassen und hatte damals über 100.000 Euro Umsatz. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Mitglieder es waren, aber ich habe über 100.000 Euro Umsatz mit diesem Geschäftsmodell gemacht und hatte auch viele zufriedene Kundinnen, habe mich aber trotzdem entschieden, das nicht weiterzuführen. Und der Grund, warum, war, dass ich nicht mehr zufrieden war, also dass ich irgendwie gemerkt habe, ich bin rausgewachsen, das ist nicht mehr das, was ich möchte, das ist nicht mehr den Impact, den ich haben möchte. Also es war so der erste Schritt, den ich gegangen bin, Frauen miteinander zu vernetzen. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe ja viel mehr erreicht. Ich habe mittlerweile ein sechsstelliges Business im Online-Bereich. Ich habe Anfragen bekommen von anderen, die wissen wollten, hey Tanja, kannst du mir dabei helfen, eine Membership aufzubauen? Kannst du mir dabei helfen, ein Online-Unternehmen aufzubauen? Und dann bin ich mehr so in diese Schiene reingestolpert. Also ganz viel passiert ja durch die Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden. Ne? Und durch diese Zusammenarbeit merken wir dann immer mehr, in welche Richtung wir uns auch weiterentwickeln können. Und ich glaube, es ist ein ganz normaler Schritt, den wir machen, wenn wir uns eben weiterentwickeln. Und dann, ja, habe ich mich damals entschieden, das loszulassen und habe ein neues Produkt aufgebaut, indem ich Frauen dabei geholfen habe, Online-Kunden zu gewinnen. Also das war so dann der nächste Schritt. Und das war für mich so diese, ich will nicht sagen, ja, ich will vielleicht doch sagen, es ernsthaftere Zielgruppe. Also denen ging es halt nicht nur um Netzwerken, sondern denen ging es auch darum, hey, ich möchte wirklich mehr Kunden gewinnen und nicht nur mich mit anderen unterhalten, sondern ich möchte wirklich diese Schritte auch raus aus der Komfortzone gehen und mit meinem Unternehmen weiter wachsen. War das, würdest du sagen, war das einfach? Also, dass du sagst so, das ist so, das entwickelt sich so heraus und dann zieht man sich, hast du dir das vielleicht dann so angezogen, aber ist, wie war das so? War das für dich leicht und war es zum Beispiel auch für deine, Nee, super warum hast du es zum schwer. Beispiel nicht jemand gegeben oder vielleicht an jemand verkauft oder so, ne? Ja, nee, super schwer. Also es fiel mir total schwer, weil das auch etwas war, was lange gedauert hat, bis ich es zum Laufen gebracht habe. Und weil ich natürlich auch sehr viele zufriedene Kundinnen da drin hatte. Und die wollten auch nicht, dass ich das aufgebe, dass ich das loslasse. Von daher war das eine sehr schwierige Entscheidung. Ich habe die damals getroffen, weil ich einfach, ja, Kapazitäten brauchte, um was Neues aufzubauen, um ja nicht zu gucken, okay, ich kann mich nicht um eine große Baustelle kümmern und um die nächste große Baustelle. Das funktioniert halt nicht, dass ich irgendwie es schaffe, auch den Fokus zu halten. Und auch die Kundinnen, die ich damals hatte, die waren enttäuscht. Und da ist es auch dann tatsächlich zu einem kleineren, größeren Shitstorm gekommen, weil die natürlich auch nicht zufrieden waren und weil einfach bestimmte Sachen dann nicht so gut gelaufen oder nicht so gut von mir kommuniziert worden sind, wie sie sich das gewünscht hatten. Aber ich habe da ehrlicherweise in dem Zusammenhang damals gar nicht drüber nachgedacht. Und ja, habe mich auch nicht dafür entschieden, da jetzt jemanden zu suchen, der das übernimmt, weil mir das alles zu viel war. Ne? Das ist also da nochmal zu gucken, wer kann das übernehmen, kann ich jemanden die ganzen Prozesse übergeben? Dann hätte ich ja auch wieder jemanden anlernen müssen, beziehungsweise suchen müssen. Und das war mir damals alles zu viel. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Genau. Aber rückblickend vielleicht, ist es immer total wichtig, also falls jemand in einer ähnlichen Situation ist, da ganz, ganz sorgfältig sich in beide Parteien zu versetzen. Einmal natürlich deine eigene Perspektive betrachten, aber auch die Kundenperspektive betrachten
Und dann nicht nur das Positive, das war halt das, was ich gemacht habe. Also ich habe es positiv geframed und habe halt gesagt, hey, ich habe ein neues Angebot und dieses Angebot hilft euch dabei, mit eurem Unternehmen eben den nächsten Schritt zu gehen, mehr Kunden zu gewinnen. Und dieses Angebot könnt ihr für denselben Preis nutzen. Das war so mein Angebot für die. Und ich habe aber nicht die negative Seite berücksichtigt. Also ich habe gedacht, alle sind Feuer und Flamme und wollen das auf jeden Fall machen. Ich habe aber nicht berücksichtigt, dass es auch potenziell Leute geben könnte, die nicht Interesse daran haben. Da habe ich irgendwie überhaupt nicht drüber nachgedacht und das war mein Fehler damals. Ja, also so eine Entscheidung zu treffen, ne? Dieses auch selbst wenn du mit dir total im Reinen bist. Also ist das was, wo du dir dann auch Unterstützung geholt hast? Also wo du mit jemand so gemeinsam das erarbeitet hast? Weil ich bin schon, ne, diese Entscheidung zu sagen, ja, ich muss meinen Fokus halten. Wir kennen das ja aus den Lehrbüchern, ne? Und die Umsetzung ist aber dann doch eine große Herausforderung. Hast du es alleine entschieden? Ich habe das tatsächlich alleine entschieden, was ganz spannend ist. Aber eines meiner großen Stärken ist Fokus. Und das hat mir wahrscheinlich reingespielt. Also einer meiner Top 5 Talente nach dem Strength, also der erste sogar nach dem Strength Finder, ist Fokus. Und das hat mir wahrscheinlich in die Karten gespielt, dass mir das sehr, sehr leicht fällt, dann auch den Fokus zu halten. Ja, okay, spannend. Jetzt hast du ja in den letzten Jahren auch nochmal, hat sich ja einfach das auch nochmal richtig gut entwickelt. Also magst du uns da nochmal so einmal seit 2020 nochmal einmal so mitnehmen? Ja. Und jetzt hast du ja sogar nochmal eine Entscheidung getroffen. Genau. Wir hatten nun im Vorgespräch, hast du darüber erzählt. Genau. Nimm uns nochmal mit. Genau, ich glaube, das ist immer super spannend. Also ich bin selber jemand, ich mag es nicht so gerne, wenn jemand sich zu sehr verändert, aber wir verändern uns ja alle. Also wir entwickeln uns ja alle weiter. Das heißt, die Veränderungen, die ich mache, das sind keine riesengroßen Veränderungen, sondern ich bleibe meiner Zielgruppe im Großen und Ganzen treu, gucke aber, wo kann ich den größten Mehrwert eben liefern und wie mache ich es uns als Unternehmen eben auch leichter, da die richtigen Kundinnen zu gewinnen. So, ich erkläre das gleich nochmal. 2020, Corona, war für uns natürlich auch ein gutes Jahr, weil sehr viele Leute einfach lernen wollten, wie baue ich mir denn ein Unternehmen auf? Also wie mache ich Online-Coachings? Wie werde ich online sichtbar? Und in dem Zusammenhang sind natürlich auch viele Leute auf den Markt gekommen, die anderen zeigen wollten, wie sie ein Online-Business starten. Das ist natürlich das Leichteste, ne? Den Startern irgendwas beizubringen, also Leuten etwas beizubringen, die überhaupt keine Ahnung haben. Das ist natürlich die leichteste Zielgruppe. So, und dann wurde es ab 2021 für uns eben schwieriger, diese Starterprogramme zu verkaufen. Also 2021, 22, 23 war relativ, ich will nicht sagen herausfordernd, der Umsatz war stabil, aber es war nicht mehr so leicht, die Leute in dieses Produkt zu konvertieren, weil es einfach so viel Wettbewerb gibt für Starterinnen, die sich ein Online-Business aufbauen wollen. Und das habe ich so ein bisschen ja mitgezogen, also mitgeschleppt. Und war aber schon längere Zeit dann unzufrieden, weil es mir zu anstrengend war zu verkaufen und weil ich viel mehr Expertise, also ohne jetzt irgendwie eingebildet zu klingen, weil ich einfach viel mehr Erfahrung und Expertise habe in dem Bereich als viele andere und ich wollte nicht in diesem Wettbewerb stehen. Das heißt, ich habe mir im letzten Jahr, also im Sommer 2023, ganz viel Zeit genommen, um nochmal zu überlegen, für wen möchte ich eigentlich mit Schipreneur stehen und mit wem möchte ich arbeiten? Und da habe ich mir zum Beispiel angeguckt, wo stehe ich denn heute mit meinem Unternehmen? Wer sind meine idealen Kundinnen? Also wer sind auch die Kundinnen, die die besten Ergebnisse haben? Was macht die aus? Warum kaufen die bei mir? Ja, was schätzen sie an mir? Und bin da in so eine Analyse gegangen. Also ich habe mich einmal selbst reflektiert. Ich habe einmal meine Kunden gefragt und die Ergebnisse von unseren Kunden analysiert. Und ich habe mir den Markt angeguckt. Und auf der Basis habe ich dann gemerkt, okay, Tanja, ich glaube, wir fokussieren uns mehr auf Frauen, die mit ihrem Unternehmen schon weiter sind, die fortgeschrittener sind, die nicht am Anfang stehen, die einfach mehr Umsatz schon machen und etablierter sind, weil an der Stelle gibt es nicht mehr so viel Wettbewerb. Weil die meisten Selbstständigen, und das wissen wir alle, die verdienen nicht viel Geld, leider. Ne? Leider ist es so. Aber die meisten schaffen es halt nicht, mit ihrem Unternehmen 100.000 Euro zu verdienen. So, und dadurch, wenn ich mich dann auf eine andere Zielgruppe fokussiere, wird es ja deutlich leichter, im Markt wieder sichtbar zu werden und aus diesem Wettbewerb, aus diesem dichten Wettbewerb herauszustechen. Ist das verständlich? Ja,
Also das heißt, es ist dann so, wenn du, also zwar wird dein Kundenkreis tendenziell kleiner, aber das, was die Personen ausgeben können, ist womöglich größer. Also der Kuchen ist einfach in dem Moment, das Stückchen, was du dir holen kannst, ist ein bisschen größer. Also das resoniert total mit mir. Also das ist, da ist auf jeden Fall was, wo so ein ganz starker Bedarf halt ist, ne? Weil auch natürlich gerade diese Leute auch meistens dann nicht mehr so viel Lust haben, sich mit manchen Problemen rumzuschlagen, Total. die dann vielleicht manche haben, die jetzt gerade starten oder so, ne? Total. Also ja, Total. ja. Und dann auch vom Messaging. Und es ist halt normal, ne? Je voller der Markt wird, desto schwerer ist es hervorzustechen. Und es gibt ja diese Red Ocean und Blue Ocean Strategie. Also Red Ocean sind halt die überfüllten Märkte und jeder hat irgendwie ein ähnliches Versprechen. Und dann ist es halt wichtig, sich als Unternehmen wieder einen Blue Ocean zu suchen, der halt ruhig ist, wo man alleine unterwegs ist und wo man halt nicht so viel Wettbewerb hat. So, das heißt, so dieses, ich helfe dir dabei, ein Online-Business zu starten oder aufzubauen, ist halt einfach total ausgelutscht und gibt es überall. Aber das, was uns dann auch nochmal bewusst geworden ist in diesem Zusammenhang des Positionierungsprozesses, ist zum Beispiel auch das, also unser Thema ist halt Struktur. So, ich liebe Struktur, ne? Das ist so, Struktur bedeutet für mich so absolute Freiheit. Ich kann loslassen, ich kann von meinem Unternehmen loslassen. Wir haben super viele Strukturen aufgebaut. Mein Team übernimmt total viel und gleichzeitig können wir eben auch eine hohe Qualität sicherstellen. Effizienz ist mir halt total wichtig, so. Und in dem Zusammenhang haben wir gedacht, so, okay, wir helfen Leuten gar nicht mal, ihr Online-Business zu starten, sondern eigentlich helfen wir ihnen dabei, effizientere Strukturen aufzubauen. Eigentlich helfen wir ihnen dabei, ein Unternehmen aufzubauen, in dem sie mehr verdienen können, ohne eben mehr zu arbeiten. Oder auch, ja doch, eigentlich da, also genau das. Und Ja. das ist eigentlich, ne, das, und Eigentlich ist es da dieser Schritt von dem, dass du sagst, du bist irgendwie, du wandelst dich vom Selbstständigen hin genau, zum zum Solopreneur Unternehmen. und dann richtig zur Unternehmerin Genau oder zum richtig. Unternehmer, ne? Genau Mhm. Ja. richtig. Ja. Genau richtig. So, und in dem Bereich gibt es dann nicht so viele Wettbewerber, ne, die diesen Weg eben auch selbst gegangen sind. Ne, weil das, ne, die sind, entweder sind sie den Weg selbst gegangen oder helfen anderen dabei, obwohl sie es selbst nicht gemacht haben. Ich finde es aber immer besser, wenn man das selbst schon gemacht hat, weil man sich dann natürlich auch ganz anders in die Kunden und die Geschäftsmodelle eben auch reindenken kann und da ganz anders unterstützen kann. So. Genau, und das war so dieser zweite große, ne, der zweite große Wandel, der irgendwie in mir geschlummert ist und der aber ganz viel einfach mit der Marktentwicklung auch zu tun hat. Also, ne, ich mache das nicht, weil ich irgendwie Lust darauf habe, sondern weil ich sehe, wenn ich nicht reagiere, wenn ich nichts mache, dann gehen wir unter, dann, ne, funktionieren wir halt nicht als Unternehmen oder dann bleiben wir halt nicht langfristig am Markt bestehen. Okay. Ja, alles klar. Jetzt hast du gesagt, Unternehmen aufgebaut. Du hast jetzt mittlerweile mehrere MitarbeiterInnen, ne? So, Genau. was Wir sind hattest du? drei Festangestellte und 8 Freelancer, die in unterschiedlichen Bereichen unterstützen. Lass uns nochmal jetzt so von dieser Unternehmensgeschichte nochmal zurückgehen. Was würdest du sagen, was bedeutet heute für dich Erfolg? Für mich bedeutet Erfolg einfach, das zu tun, worauf ich Lust habe und meinen Tag danach zu gestalten, worauf ich Lust habe. Das funktioniert nicht immer, aber das ist eigentlich für mich so dieser Erfolg, nach dem ich mich auch immer wieder sehne und wo es auch für mich im Kalender wichtig ist, dass da nicht zu viele Termine drin stehen, weil das ist das, was mich eigentlich am meisten so einengt und stresst. Also diese Freiheit, nicht nur meinen Tag, sondern auch mein gesamtes Leben eigentlich nach meinen eigenen Vorstellungen gestalten zu können und mich mit Themen zu beschäftigen, auf die ich Lust habe. Das ist für mich persönlich der Erfolg, den ich ja erreichen möchte, weil oder erreicht habe, weil das in der Vergangenheit auch nicht so war. Klar, ich kann im Unternehmen sitzen und viel Geld verdienen, aber der Job macht mir vielleicht überhaupt gar keinen Spaß. Und ist es dann tatsächlich Erfolg oder eher nicht? Also für mich wäre das kein Erfolg. Und du hast ja auch noch mal diesen Schritt gewagt, dass du einfach auch von Berlin weggegangen bist und dann nach Genau. ausgewandert bist, ne? Genau. Das war 2020. Der Plan war eigentlich schon vor Corona wegzugehen und die Tickets waren schon gebucht für die Fähre und dann kam Corona und wir haben nochmal alles storniert und dann ging es im Sommer 2020 nach Fuerteventura
Und genau, jetzt bin ich seit Sommer 2020 sozusagen hier. Und das ist eigentlich so das ist mein persönlicher Luxus, ne? Also das ist auch ein riesengroßer Erfolg auf jeden Fall. Das ist so meine Freiheit. Das ist eigentlich alles, was ich brauche. Wenn ich morgens aufstehe, die Sonne scheint, dann ist das für mich so ein riesengroßes Geschenk. Und dafür bin ich extrem, extrem dankbar, dass das möglich ist. Also das ist richtig gut. Lass uns noch mal so einmal drauf gucken. So wie du das jetzt erzählst, ist es ja auch eine Erfolgsstory. Du hast aber ja auch schon erzählt, welche Windungen und Wege du gegangen bist. Und kannst du dich noch daran erinnern, wann du dich das letzte Mal so richtig geärgert hast? So richtig geärgert. Heißt Er scheint mir ein sehr so gelassener Mensch zu sein, vielleicht richtig? ist das gar nicht so dolle, Genau, ich ärgere ne? mich relativ selten, was total gut ist. Ich würde sagen, ich bin eher enttäuscht. Also letztens hat eine Mitarbeiterin leider gekündigt im Wie November. gemein, Da war ich sehr unverschämt. traurig. Da war ich sehr traurig. War ich verärgert, wahrscheinlich ein bisschen, aber das ist natürlich auch vollkommen okay. Und wir haben sie auch weiterhin als Freelancerin so ein paar Stunden an Bord, was auch total gut ist. Aber natürlich habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber so richtig ärgert mich, also ich kann vielleicht sagen, was mich ärgert, wenn man mich nicht versteht, wenn man irgendwie was hereininterpretiert in meine Worte, ist das irgendwie was, was mich ärgert. Aber ansonsten werde ich halt, nee, ich ärgere mich nicht so richtig. Vielleicht auch, weil du dein Leben so gebaut hast, wie du es jetzt gebaut hast, ne? Nein, Vielleicht ich so, erinnere mich, ja. kann jetzt nicht so richtig sagen. Ja. Und wann hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut? Eigentlich immer. Also ich kann, ja, ich habe ein Beispiel. Also so richtig gefreut habe ich mich vor kurzem erst, weil am 30. Dezember und heute haben wir den 11. Januar, habe ich Besuch von einer Freundin bekommen, die 3 Tage mit ihren Kindern über Silvester hier war und ihrem Mann. Und die habe ich lange, 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 lange nicht gesehen. Und davor, wenn ich sie gesehen habe, habe ich sie immer mal so kurz zum Abendessen oder mal ganz kurz auf dem Wein gesehen. Und sie jetzt irgendwie 3 Tage lang gesehen zu haben, war für mich ein riesengroßes Highlight. Also so diese Freundinnenzeit, ist eine alte Schulfreundin, mit der ich Abi gemacht habe. Das heißt, wir haben auch jede Menge zusammen erlebt. Das ist natürlich hier auf der abgelegenen Insel auch was, ne, was du nicht so hast. Aber gerade so um diese Jahreszeit jetzt im Winter sind auch einige Leute mal hier und machen Urlaub, sodass ich dann Leute sehen kann. Aber das war, würde ich sagen, war mein riesengroßes Highlight, dann auch im letzten Jahr so viel Zeit mit ihr verbringen zu dürfen. Und da habe ich mich sehr gefreut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe noch zwei Fragen. Wir läuten jetzt langsam das sozusagen schon die Schlussrunde ein. Wenn du jetzt noch mal so drüber nachdenkst über dein Sein als Unternehmerin, was hättest du gern vorher gewusst? Was für eine wilde Achterbahn das eigentlich ist. Also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das so verrückt wird. Aber ich hätte natürlich auch nie gedacht, dass ich mal ein Unternehmen aufbaue und ne, festangestellte Mitarbeitende habe und so. Da hätte ich niemals dran gedacht. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das so eine wilde Achterbahnfahrt ist. Und an der Stelle bin ich aber auch immer wieder dankbar, dass ich so hartnäckig bin. Also ich bin halt jemand, ich gebe nicht gerne auf. Also ich kriege das irgendwie hin, das Ergebnis zu erreichen. Und wenn ich es dann erreicht habe, dann wird es für mich dann vielleicht so ein bisschen, okay, alles klar, haben wir geschafft, das ist okay. Und dann kann ich das auch loslassen. Aber ich bin halt sehr hartnäckig und ich glaube, deswegen kann ich so diese Achterbahnfahrt auch immer wieder gut durchleben, weil ich weiß, es gibt immer wieder, ich finde einen Weg, wie wir das besser hinkriegen. Und was sagen deine Eltern heute zu dir? Heute sind sie stolz. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Also ja, heute sind sie stolz. Als ich gestartet habe, bist du ja selbstständig, dann bist du ja selbst, also ne, diese typischen Selbstverständlich, Sätze, genau, die ja. man hört, das kannst du nicht machen, ist viel zu unsicher, such dir lieber einen sicheren Job und so weiter. Und genau, dann Geld verdienen im Internet. Wie willst du denn im Internet Geld verdienen? Also das war noch mal so eine Ja. zweite Phase, aber mittlerweile sind sie sehr stolz. Ja, ach schön, das ist schön.
Ja, meine Mutter fragte heute noch, was machst du eigentlich nochmal? Und dann Ja. schreibt sie es jedes Mal auf und dann Ja, vergisst sie genau. es So richtig wieder. verstehen sie das auch noch nicht, aber sie sind auf jeden Fall stolz. Und dann Ja. manchmal fragen sie auch so, und was machst du jetzt genau? Und dann denke ich nur so, ja, okay, wenn ich euch das jetzt erkläre, das werdet ihr eh nicht verstehen. Und dann versuche ich es irgendwie zu erklären in normalen Worten, aber es ist natürlich total abstrakt, ne? Das ist, Ja. also, ne? Mein Vater, der ist 1947 geboren. Oh ja. Also, da ist, ne, das kompletter Unterschied zwischen damals und heute. Also voll Ja, krass, ne? das stimmt, das stimmt. Und dem fällt es immer Und wieder schwer, sich da auch reinzudenken. So, hä? Was machst du? ja, kenne ich. Und jetzt noch eine, jetzt habe ich die wirklich letzte Frage, ne? Wenn du jetzt eine junge Unternehmerin oder einen jungen Unternehmer vor dir hättest, was würdest du gerne an diese Person weitergeben? Tausch dich mit Menschen aus, die in deiner Zielgruppe sind. Lern die in- und auswendig kennen, sprich mit denen und sei dir nicht zu schade, mit Mensch oder deine Zeit zu nutzen, um mit Menschen zu sprechen, weil das ist am Ende das A und O, weil du sie nur dadurch richtig gut verstehen kannst, weil du nur dadurch herausfindest, was tatsächlich ihre Bedürfnisse sind und weil dir das dabei weiterhilft, auch Produkte zu entwickeln, die wirklich auch gebraucht werden und die am Ende auch gekauft werden. Und die tausendmal besser sind als der Wettbewerb. Also wenn du dir dafür nicht zu schade bist, diesen ersten Schritt zu gehen, also ich, ne, würde es auf jeden Fall machen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo immer mehr Wettbewerb reinkommt, ist es total wichtig, weil die meisten Leute starten einfach mit der Umsetzung, ne? Die starten mit einer Webseite oder posten irgendwie was auf Social Media und hoffen darüber Kunden zu gewinnen. Aber das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Und es ist super wichtig, dass wir diese Menschen echt kennenlernen und uns nicht nur theoretisch überlegen, wer das halt sein könnte. Also ich glaube, das ist ein Goldwert-Tipp, der von den meisten nicht umgesetzt wird und der super simpel ist, aber das ist das, was wirklich funktioniert. Ja, absolut. Ich bin total bei dir. Also es ist immer ganz, ganz spannend, wenn, ne, ich mache ja dann natürlich auch zum Beispiel Personaarbeit und ein Abgleichen von den Personen, die man sich überlegt hat, Interviews führen mit Kunden und so weiter. Und das war, ja, die habe ich. Ja, Habe ich, genau. ne? Das Und ist dann, ja, so. Und dann genau, denkst ja, genau. du, Aber okay, ja. nein, genau nicht, weil du musst die Leute wirklich ganz, ganz tief verstehen und du musst verstehen, wie denken sie und wie fühlen sie und zwar in bestimmten Situationen so, ne? Was sind ihre Herausforderungen? Also da gibt's so viel mehr und es ist richtig, richtig wichtig und auch wir machen das noch. Du machst das noch, ne? Wir testen Sachen, wir gucken, ne, trifft das wirklich die Bedürfnisse von unseren Kundinnen und Kunden oder kann man da eben noch irgendwie nachjustieren und das noch besser machen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Tanja, vielen herzlichen Dank, dass du mir hier für den Netzwerkbooster-Podcast zur Verfügung gestanden hast. Und wenn ihr Lust habt, mehr über Tanja zu erfahren, dann verrat uns doch nochmal die Webadresse, wobei wir natürlich alles in die Shownotes packen. Sag nochmal schnell, Tanja. Ja, das ist skipreneur.de, also ski-preneur.de. Und ansonsten findet ihr mich aber auch auf LinkedIn oder auf Instagram. Ich wollte nochmal Danke sagen, dass du mich eingeladen habt. Hat Sehr Spaß gerne, gemacht. sehr gerne. Ja, ist super spannend, dein Weg hier so zu hören. Und für euch jetzt noch einmal ganz kurz, also einmal der Hinweis für euch, dass wenn ihr euch dann die Shownotes anguckt, sind alle Sachen drin von Tanja, wo ihr auch weiter forschen könnt, was Tanja macht. Und für euch nochmal kurz der Hinweis, am 12. April, vergesst das nicht, ist unser Netzwerkbooster-Event und das ist genau das Event, wo es darum geht, wie kann ich mein Business in digitalen Zeiten weiterentwickeln, so dass ich halt von dem selbstständigen Solopreneur-mäßigen Leben hin zu dem unternehmerischen Handeln komme. Und das sind so die Sachen, die wir jetzt gerade schon am Start haben. Also guckst dir einfach an www.netzwerkbooster.de. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch alles Gute beim Netzwerken, viel Erfolg und never lunch alone. Deine Ute Lindert. Bis bald, tschüss. Und tschüss, ciao. Weitere Infos für Selbstständige und Freiberufler findest du unter uteblindert.de. Thank you.